Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Ulvur. Wir haben das letzte Mal eine Tour gemacht, also eine kurze, in der Twilight Forest Welt und haben dort die ersten Diamanten gefunden, 6 Stück. Und ich habe dort weitergemeint und habe immer wieder 6, 7 oder 8 Diamanten an einem Stück gefunden und insgesamt 29 Diamanten gefunden. Also hier seht ihr, das ist ein Inventar ungefähr voll und 29 Diamanten. Ich weiß nicht, was mit dem Mod los ist, der war damals schon so übertrieben mit Diamanten. Also da hätte ich vor 8 Jahren wahrscheinlich ungefähr so 15 bis 20 gefunden und jetzt habe ich 29 gefunden. Schon recht Ding, ja. Extrem. Aber gut, deshalb, ja, darum findet man hier einfach keine und dafür sind die dann in der Twilight Forest Welt. Gut, und wir haben ja da die Zäune gelegt für die Tiere. Einfach die Schweine fehlen noch und ich habe die Obstbäume da oben gesetzt. Ich hatte noch einen Avocado-Baum, das ist der wahrscheinlich. Oder der da hinten, sieht eher nach Avocado aus. Ah, genau, und die zwei sind die gleichen Datteln oder so etwas. Und das ist Zitrone und da oben ist noch Orange. Kurz ein bisschen zu sehen. Ja, und ich habe noch geerntet, also Weizen, Zuckerrohr. Nehmen wir mal das Zuckerrohr raus, weil wir wollen ja Bücherregale machen. Und der Zaubertisch. Den Zaubertisch müssen wir natürlich zuerst eine Dia-Spitzhacke haben und Obsidian holen. Nehmen wir da genügend. Und ich wollte ja noch, ja, die Hölzer habe ich im Inventar. Okay, gut. Fangen wir mal an mit Papier für die Bücher. Ah, das Leder fehlt. Okay, das Leder fehlt noch. Ja, die Kühe sind noch nicht bereit, dann müssen wir etwas anders machen und ich habe eine gute Idee. Dafür brauchen wir gleich auch Papier. Und, ja, machen das mal so. Wir kümmern uns jetzt zuerst mal um den Zaubertisch. So, die Dia-Spitzhacke ist da. Wir gehen runter. Genau, da die Lianen. Die, ranken einfach. Die sprießen sehr schnell. Ich habe da erst wieder mal geerntet. Also wieder mal. Geht schon ein bisschen langsam, aber doch schneller, als man eigentlich immer wieder dazu kommt. So, wir haben hier irgendwo den Lavasee gehabt. Da rechts. Man sieht ihn auf der Map gar nicht, weil Obsidian ja drüber liegt. Ja. Falsch. glaube ich, ein bisschen sieht man es. Ist hier Obsidian? Ist das Obsidian? Ich denke schon. Also, machen wir hier zuerst. Ja, genau. Leider ist Lava unten drunter. Okay, nicht schlimm. Ja. Jetzt dann bald kommen wir richtig zum... Wie machen wir das am besten? Es ist so viel Lava zum Bauen und ja, ich werde sicher mal noch ein Lagerhaus oder so bauen oder einfach ein richtiges Haus und wahrscheinlich auf dem Hügel hier ober der Mine. Und ich möchte es ein bisschen kombinieren mit einer Burg, also das Aussehen mit einer Burg kombinieren, aber doch ein bisschen moderner auch, also ein bisschen ja, passend, oder? Wir sind ja von dieser Welt. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit modern bauen. Aber wegen den Invasionen und so haben die Leute gar nicht so Zeit, modern zu leben. Immer alles herzustellen. Haben Knappheit. Müssen also recht viele Sachen auf recht viele Sachen verzichten, oder? Und deshalb, sieht alles ein bisschen mittelalterlich aus. Machen wir doch das einfach so. Wenn die Lava immer
in der Nähe ist. Ja, ich wusste, dass es unten drunter noch mehr Lava gibt. Das ist ein großes, also tiefer See. Okay. Die ersten zwei machen wir doch mal hier ein bisschen höher, damit das Wasser auf die andere Seite fließt. Ja, wir müssen halt noch das Portal machen. Es gibt keine Abandoned Portals. Und es gibt ja keine Obsidian wahrscheinlich irgendwo in Truhen oder so. Ich habe halt noch nichts gefunden aus einem Dorf, also keine Tempel, noch keine Wüste gefunden. Ja, ich habe auch nicht weiter gesucht, also eventuell im Zweifelsfall irgendwo, aber ich glaube eher nicht, dass wir dort Obsidian finden werden. Ist ja auch recht schwer. Also die großen Dungeons eigentlich. Okay, das muss ich jetzt wieder ein bisschen anders machen. Ja. Das Wasser fließt halt immer in die tiefste Stelle. Da müssen wir umsetzen. Und ich habe mir Pläne gemacht über die NPCs, also die können wir recht gut machen. Wir könnten eine Bank machen bei den NPCs, immer eine Bank. Und wenn wir irgendwas machen mit den NPCs und eine Belohnung verdient haben, dann nehmen wir einfach Items aus dem Ding, was ich vorbereite. Also Deko-Objekte, keine spielentscheidenden Objekte. Aber einfach die, die wir nicht produzieren können, keine nicht craften können, nicht finden können, die sind dann da drin. Zum Beispiel eine Dusche, ein Klo, die zum NPC oder so passt. Da müssen wir schauen, was für ein Beruf da zuständig ist. Nee, wir werden es einfach so ein bisschen. Was der Charakter über uns denkt, sagen. Ah, du brauchst mal ein neues Klo. Komm. Du kriegst ein Klo. Ja, das geht nicht. Mist. Ja, ich weiß auch nicht, dass es despawnt wieder. Obsidian. Das, was die Spieler am meisten hassen. Ich hasse es nicht mal so, aber es tut den Spielfluss natürlich schon ein bisschen unterbrechen. 13, 14. Okay, wir sind schon so weit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das schöne Reden, das klingt immer so gut ab. Zu sehr sogar. Ja, renn doch. Ja, und jetzt sind wir soweit. Ein Zaubertisch. Nein, noch nicht. Das Buch fehlt, also das Leder vom einen Buch auf dem Zaubertisch fehlt. Jetzt ist leider Nacht oben. Na gut. Weil ja, die Kühe müssen auch vermehrt werden. Das geht wahrscheinlich jetzt gerade nicht, weil ich die schon gefüttert habe. Ja, da müssen wir wohl und übel jetzt mal kurz ein bisschen am Haus bauen. Beginnen. Ja, ich muss zuerst Holz fällen, das geht leider auch nicht gerade so schnell. Ja, die Ausbeute ist eigentlich ziemlich gut von Eisen. Lapis Lazuli haben wir halt auch noch nicht so viel. Diese Spinne ist einfach zu freundlich. Wir tun jetzt alles Erz mal hier rein. Ja, gut. Machen wir das Erz hier rein. Damit ihr seht, das nächste Mal, wenn ich meine, aber ich brauche ja jetzt nicht zu meinen, dennoch, dass ich dann gerade eine leere Truhe fertig habe. Also da habe. Das ist Diorit, okay. Gut. Das können wir auch reinlegen und das Papier.
Lege ich mal hier oben rein. Er ist zu voll. Die Wolle lasse ich mal hier. Die Erze kommen noch rüber. So. Jetzt wollen wir ja auch etwas Anständiges, also Anständiges, etwas Interessantes machen. Wir könnten kurz auf den Berg dort gehen, um zu schauen. Ah ja, die Orangen sind jetzt auch sichtbar. Der letzte Baum ist auch gewachsen. Ja, die Nahrung ist bald besser im nächsten Part. Ja, jetzt übernächsten Part. Ja. Haben wir dann Steaks. Wir könnten eigentlich schon Brot machen, aber es ist nicht so nötig. So, dann sind wir fertig mit Essen. Ja, hier kommen wir leider nicht hoch. Wir müssen hier vorne hoch. Gut, also das ist Avocado. Ja. Habe ich zwei Avocado-Bäume, okay. Ah, Oliven. Ja, hätte ich wissen sollen, wissen können. Also, wir müssen irgendwo hin, wo es ja, eine Wüste gibt oder ein Dschungel. Sonst haben wir ja keine Tempel. Deshalb gehen wir einfach ein bisschen nach Norden. Gibt so schöne Sachen zu entdecken mit diesem Moped. Das tut euch hoffentlich ein bisschen. Ja, dranbleiben lassen, sind motiviert lassen. Was ist das? Pfingstrose? Die sehen ganz anders aus. Ja, die sind doch lila, oder? Ah, da oben haben wir eine neue Efeu-Ranke. Ja, haben wir wieder keine Schere dabei. Stimmt. Neue Schere. Ich komme leider nicht ran. Könnten den Baum kurz fällen und daraus uns hochbauen. So, wunderbar. Geht euch immer direkt. Okay, die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Also dekormäßig geht es recht schnell vorwärts. Was wir da alles dekorieren könnten. So ein Park ringsum machen mit allen Blumen. Okay, hier, die nehme ich auch mit. Weiß ich schon vom Spiel. Ich denke, das sind die gleichen. Nein, das sind nicht die gleichen. Okay. Gut. Also jetzt sind wir hier im Neuen. Hier ist alles unbekannt. Eben, ich muss ja Mistcraft machen, das machen wir im nächsten Part, damit wir eine Welt haben, wo wir einfach alles mitnehmen können. Ah gut, das haben wir auch. Okay, dann können wir gleich wieder zurück, weil Backpacks muss man ja auch noch machen. Aber was ich gerne möchte, ist ein Dorf mit einem Backpack in einer Truhe von Adventurous Backpacks. Aber ja. Das ist wahrscheinlich sehr selten. Was gar nicht in der Aufnahme vom ersten Video. Neuen Video habe ich ein Backpack irgendwo gefunden, aber ich weiß nicht, wo das war. Ein Dorf habe ich da in dieser Welt nicht gefunden. Es muss also irgendwie ein Spawner, glaube ich, gewesen sein. Ja, es war ein Spawner, genau ein. Spinnenspawn, deshalb konnte ich ja keine Monsterfalle machen, eine kleine. Naja, gut. Leider eben kann man hier fast nicht rennen, weil ich mag es nicht, wenn man ständig irgendwo hoch oder runter rennt. Weil man dadurch immer wieder hängen bleibt, wissen. Naja. Wow, wir finden alle Blumen, also alle flachen Blumen. Die haben wir schon, die Game. Okay, nochmals eine Wiese. Oh, wir haben so viel Baugrund. Ich weiß schon gar nicht, was ich hier machen soll. Ich habe schon überall einen Plan. Aber die Umsetzung ist halt sehr schwer, weil wir ja natürlich schon die Häuser echt mega detailliert machen müssen.
Also kein Zuckerschlecken. Nur eben ich. Ich könnte mir dabei mega helfen. Ich müsste es nur tun, weil ich bin zwar gesegnet ein bisschen mit relativ vielen Aufrufen für einen Wiederanfänger, aber es ist ja einfach leer, oder? Die Zuschauer, die sind nicht mehr so gewöhnt mit mir, also für mich Kommentare zu schreiben. Das ist nun mal leider so. Und da müssen die Ersten zuerst etwas machen. So, schauen wir kurz mal. Gut. Ja, noch genug Zeit in diesem Part. Bald wird es dann auch mal so sein, dass ich nicht immer nachschauen muss. Aber ich möchte ja auch nicht immer einen Timer einstellen, wo ich dann das direkt sehe. Weil drauf schaue ich jetzt auch nicht so viel. So. Okay. Leider ist hier wirklich kein Dorf, nix. Aber wir können ein paar Kühe schlachten hier. Aber es sind nur Schafe und Hühner. Ja, wir müssen sogar Kühe schlachten, weil ich möchte jetzt eigentlich auch nicht so lange aufhalten, bis ich die Leder habe von den Heimkühen. Sehr interesting hier. Weil es ganz anders aussieht als am Spawn. Es ist alles flach. Okay, nochmal ein Dorf. Dorf 2. Machen wir wieder die Teleportation an mit dem Waypoint. Und einfach eine Markierung, damit ich weiß, da ist das zweite Dorf, das wir entdeckt haben. Die tue ich aber immer deaktivieren, dass sie nicht mehr geschaut werden, angezeigt werden. Hier sieht man schon, es sind so viele Punkte, die ich eigentlich gar nicht brauche. Die kann ich dann auch mit deaktivieren. So, hier haben wir auch eine neue Wabe von der Region, vom Biom abhängig. Okay, das ist doch sehr schön. Karotten noch. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir die beiden Kartoffeln und Karotten. Hier sind auch NPCs, aber ich finde den Waypoint noch nicht. Hier rein möchte ich gerne. Ah, das ist ja völlig eingebaut hier. Ja, wir müssen hier rein. So. Dann kann ich euch gleich mal die Tür umplatzieren. Das ist ja völlig falsch gesetzt. Ach man. Schon wieder voll. So. Ich Regale lasse ich euch mal. Beides brauchen wir nicht. Den können wir selber herstellen. Gut. Also hast du wirklich gar nichts. Du bist nur Ding. Ich habe gedacht, das Dach, aber es ist Eichenholz. Stimmt. Okay. Ist einfach ein Forestry? Nö. Also Wegpunkt, da ist das Forestry House. Okay. Wunderbar. Mit einem ganz komischen Holz. So graubraun. So. Wegpunkt 2. Matmurmur. Matmurmur. Gut. Heißt das Dorf. Dorf 2. Okay. Da habe ich auch so ein bisschen ein. Finde die Farbe leider nicht. Ja, es ist gar nicht so grün. Ja, es ist wahrscheinlich das einfach. Nee, ich finde jetzt gerade die Farbe nicht. Naja. Gut schlafen. Okay. Na gut, habe ich eine Rüstung gebaut. Ist ja auch nicht so, dass ich immer eine sofortige Rüstung mache. Aber weil es eben ein bisschen schwierig ist in der Nacht, ist das schon wichtig.
Welcher kam in der Nacht, da ich etwas machen muss? Hätte ich jetzt das nicht unbedingt gemacht. Leider hat es immer mit dem Texturepack da die Probleme mit den fehlenden Texturen. Also wegen des Texturepack, das dazu macht. Leider haben wir beide Bäume. Paduk können wir mitnehmen. Na gut. Oder die Stachelfrucht eher. Naja, das kommt auch bald wahrscheinlich. Das ist auch wieder etwas zum Zeigen und dann einfach, dass ich das zwischen den Videos mache, dass ihr das eigentlich gar nicht unbedingt immer sehen müsst. Red Spruce Leaf. Na gut. Die könnte ich noch mitnehmen. Und so ist nicht alles mitnehmen. Die Green Leaves muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Die gibt es in anderen Biomen sicher auch. Okay. Dann haben wir hier die ersten Kühe. Endlich. Ja, und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Euer Drago Basel. Und im nächsten Part bin ich dann zu Hause, habe alles ausgeladen. Und jo, dann können wir das mit dem Zaubertisch und mit dem Mistkäft machen. Beide zusammen ungefähr. Dann auf Wiedersehen. Tschüss.